Oh, hallo. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Shorty Awardies. Ich habe mich extra schick gemacht. Intro! Das ist er, der Shorty Awardie. Den verleihen wir in 5 Kategorien, die natürlich seriös, journalistisch und alles andere nicht sind. Aber schwingen wir keine langen Reden, kommen wir zur ersten Kategorie. Beste Musik, die in einem Trailer benutzt wurde, aber nicht im eigentlichen Film vorkommt. Beste Musik, die in einem Trailer benutzt wurde, aber nicht im eigentlichen Film vorkommt. Und der Gewinner? Bohemian Rhapsody im Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Is this the real life? Los, 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 alle raus! Raus! Hier fliegt der ganze in die Luft! Los, los! Und in der Kategorie Bester Zeitvertreib während eines Hurricanes. Bester Zeitvertreib während eines Hurricanes. Bryan Cranston. Während der Dreharbeiten zu Cold Comes the Night fing der Sturm Sandy an und die Produktion musste gestoppt werden. Woraufhin sich Bryan Cranston dachte, ich rufe mal einen Wettbewerb aus und das beste Drehbuch, was von der Filmcrew mir geschickt wird, das drehen wir sofort. Gesagt, getan, nur 3 Stunden, nachdem sich Bryan Cranston für ein Drehbuch entschieden hat, haben sie es sofort gedreht und heraus kam der Schwarz-Weiß-Kurzfilm A Writer's Block. Stellt euch mal vor, andere Stars würden während eines Hurricanes sich irgendwie langweilig irgendwo hinsetzen, ein Bad nehmen, was weiß ich. Bryan Cranston dreht einen ganzen Film. Wie cool ist das denn? Kommen wir zur dritten Kategorie. Bestes, schlechtestes Musical basierend auf dem besten, schlechtesten Film. Bestes, schlechtestes Musical basierend auf dem besten, schlechtesten Film. Erinnert ihr euch noch an diesen Film? Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen und ich will euch lächeln sehen. Dazu gibt's jetzt in New York ein Musical mit dem Untertitel Dancing, Singing, Tits. Showgirls! Das ist jetzt natürlich keine Hochglanzproduktion, eher so off-off-off-off-off-Broadway. Was soll man da noch sagen? In der Kategorie Bester Fun Fact, Fun Fail. Bester Fun Fact, Fun Fail. Der Sender E, der hat nämlich während den Golden Globes eine Bauchbinde eingeblendet mit dem Titel Fun Fact. Bei Michael J. Fox wurde 1991 Parkinson diagnostiziert. What the fuck? Aber der Gewinner des heutigen Abends und des Shorty Awardies in der Kategorie Beste schauspielerische Leistung eines Körperteils. Beste schauspielerische Leistung eines Körperteils. Der Bauch von Christian Bale. Der hat für American Hustle nämlich ordentlich zugelegt. Das kennen wir ja sonst von ihm nur andersrum. Nebenbei bemerkt hatten wir American Hustle sowieso schon nominiert für den besten Regisseur-Filmtitelreim. American Hustle von David O. Russell. Das war's von dem ersten Shorty Award. Alle waren natürlich Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. Hier kommt jeder, der was kann, auch dran. Hier oben kommt jetzt zur Katzenkritik zu Wolf of Wall Street, was großartig ist. Ich meine, es ist eine Katze, die eine Filmkritik abgibt. Und unten kommt sie zum letzten Movie Roundup. Abonnieren nicht vergessen und ich drehe mich jetzt noch ein bisschen im Kreis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.